dem Bereich ist nichts. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Warum plötzlich so hektisch? Konnte das nicht etwas warten? Ich will endlich die Schatulle sehen, von der ich so viel gehört habe. Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Er kommt sicher gleich wieder. Stimmt. Vermutlich. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann. Frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Was gefunden? Wenn es etwas zu berichten gibt, melde ich euch. Jetzt kannst du nicht mehr aufpassen. Das war doch alle, oder? Oder geistert hier sonst noch jemand rum? Wenn das Öl schon hier ist, nehme ich es auch mit. Ich sehe niemand mehr. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dann geht's weiter. Ne, noch nicht. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig alles egal. Voll. Findet Lara Croft und tötet sie. Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Das mit Croft muss aufhören. Erst will Dominguez die Schatulle und jetzt sagt Rourke, wir sollen Croft suchen. Auf wen sollen wir hören? Naja, Rourke ist ein Militärführer und bei Dominguez Entscheidungen sterben Menschen. Überleg dir besser gleich, wo deine Loyalität liegt. Willst du mich verarschen? Es ist ganz einfach. Ich muss wissen, dass du mich deckst. Zentrale ist ohne Kontakt zum Road-Team. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. An uns kommt sie nicht vorbei. Was hast du gesagt? An uns kommt sie nicht vorbei. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Unterschätzt niemals eine Frau. Oder an sich einen Menschen, der ums Überleben kämpft. Was haben wir denn hier Schönes? Ja. Haben wir doch ganz souverän geschafft. Wenn ich das mal so sagen darf. Haben wir noch ein Kräuterli? Brauchen wir das noch? Nö. Oh, ein Brief. Tagebuch des Teserano 9. Oh. 21. Dezember 1603.
Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten. Also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Ah, okay, also sind die Mr. Dore doch nicht böse. Scheiße. Ist es ein MTV gewesen? Cardinal 2, wie ist Ihr Status? Lima 6, gesichert. Kappa Team, wie ist Ihr Status? Oh. Sie haben alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Hier Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Ach so, okay. Provenier Ölfelder. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, jetzt sind wir zu Provenier rüber, okay. Hallo, Lara. Ach, voll. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Noch nicht? Tagebuch eines Trinity-Soldaten. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien? Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Ah, okay. Ah ja, ich wollte nur mal Lara mal schauen, weil sie war schon nicht wieder was zum Quatschen da. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Honorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Wow. Ja, wir haben jetzt sehr viele Sachen, wie man sieht. Leise durch Führers entdecken. Okay. Ja, egal. Weiter geht's. Aber es tut mich auch. Warum haben die nicht sofort erschossen? Das verstehe ich auch nicht. Boah, wenn ihr Ölfelder. Ach du Scheiße. Ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Oh oh. Ich hab was. Wo? Wer will mit Himmel? Scheiße! Falscher Alarm! Irgendwas hier.
Oh oh. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Wehe, du bist in ein paar Minuten nicht zurück. Wir finden sie. Es gibt kein Versteck. Ich hab hier vielleicht was. Nein. Was? Ich sehe nichts. Ich hab sie getroffen. Ich nicht lange. Mist. Scheiße. Boah, ist das schwierig mit denen. Das ist echt scheiße mit den Leuten, die mich in Vegetation sehen können. Wo? Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay. Ich hab hier was! Von der Seite. Was? Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich merke, sie braucht unbedingt Waffen. Das war mir gerade viel zu knapp. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das war auch gerade nur so eine fixe Idee mit dem Molotow. Wow. Bringt mir jetzt auch echt viel. Naja. Benutzt die Brillen! Findet sie! Nee, es muss nicht sein. Namen, Traf. Namen, Sam. Ah. Dann würde ich bereits schießen. Ich würde expliziter sein, weil siehst du jemanden, das kann auch ein Freund sein. Komm mal her. Du bist jetzt zu mir. Ja, beziehungsweise bist tot. Diese verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rourke. Geh weg. Psst, geh weg. Ich brauch mal den nicht. Jetzt halt. Du kommst weg. Dich brauch mal nicht mehr.
Ich mag sowas so zu schleichen. Ey, guck mal hier. Ausgebildete Elitesoldaten. Man sieht's. Na los, du kommst auch noch hier hin. Du bist auch so dumm. Nimm die Mehrzahl, ist besser. Hält man dich für weniger dumm. Geht doch. Aber es würde mir trotzdem noch mehr gefallen, wenn ich jetzt Waffen hätte. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was haben wir hier? Ah, sowas, okay. Was mich mal interessieren würde. Wo haben wir Flaschen? Okay, außer einer fetten Explosion und Schaden ist nichts, okay. Hoch! Ach du Scheiße. Lara, bist du okay? War das das Erdbeben? Ich bin bei einer Ölraffinerie. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah, raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit? Okay. Ich finde dich. Raus aus dem Kanal. Ich sag dir aber, was ich jetzt mache. Hä? Ich glaube, ich krieg einen Bogen. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Ja, endlich. Der sollte helfen. Oh ja, auf alle Fälle. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Furcht des Jaguars. Fähigkeit freigeschaltet. Schön. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, ein Brief. Die Wahrheit. Andres Lopez Schilderung seiner Suche nach dem mächtigen Artefakt. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Ja. Und da haben wir nochmal so ein schönes Ding zum Lesen. Mama Zara.
Eine Darstellung von Mama Zah. Das muss Mama Zada sein. Sie war die Inka-Göttin des Getreides und ihr Name bedeutet so viel wie Maismutter. Ich fand es schon immer amüsant, mit welchen Ritualen sie von den Menschen verehrt wurde. Wann immer ein Bauer eine ungewöhnliche Maispflanze fand, fertigte er daraus zu Mama Zadas Ehren eine Puppe an. Da sie außerdem die Göttin der Weidenbäume war, hängten die Bauern manchmal eine ihrer Maispuppen an eine Weide und tanzten um sie herum. Okay. Wie witzig. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Aber Holz kannst du tragen. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rock out. Hey, bist du okay? Yo. Hä? Ist doch nur einer. Das kannst du doch besser. Ah, egal, bring mich um. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Du siehst echt nicht gut aus. Hä? Scheiße. Scheiße. Oh, Scheiße. Bleibt die Verstärkung. Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Wird's wieder? Das ist schön. Wir sind viel mehr. Hey, kannst du es überleben? Scheiße! Was geht hier vor? Ich muss rausfinden, was hier los ist. Musst du nicht, aber okay. Alles, was sich bewegt. Benutzt den Schlamm als Schlamm. Hä? Schwer verletzt. Oh. Ich sehe nichts. Also fragst ja. Trophäe erhalten, Überraschung. Das ist doch scheiße. Für dich ja, für mich nein.
das war ja am Anfang blöd. Warum hat er nicht auf einmal noch die andere Waffe, anderen Teil genommen? Das war blöd. Dafür habe ich nicht genug Platz. Aber das ist jetzt super, dass wir unsere Feinde gegeneinander hetzen können. Das ist super. Und weiter geht's. Aber ich könnte mir jetzt kurz Zinn gebrauchen. Ach du Scheiße. Jonah? Jonah, bitte komm! Bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rook! Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Ja. Wo ist denn da ein Dokument? Ah, hier. Eine verlorene Welt. Ansichten eines Trinity-Soldaten über Paititi. Dominguez hat uns jeglichen Kontakt mit den Einheimischen verboten. Er will nicht, dass wir sie verderben. Zum Glück hat einer der Priester Geschmack an Bourbon gefunden und mir im Gegenzug für eine Flasche seine Tracht, seine Maske und alles andere geliehen. Durch die Unterstadt zu schlendern, war wie ein Ausflug in eine 500 Jahre zurückliegende Vergangenheit. Cool. Und hier haben wir ein Artefakt. Helm, ein verzierter Helm. Dieser Helm ist mit Pfauenfedern und dem Abbild eines Jaguars verziert. Ah. Vielleicht die frühere Kleidung der Jaguarwache. Cardinal 2, ich habe das Ziel erfasst. Scheiße! Deine Info an Position. Eröffne Feuer. Ja. Ach du Scheiße. Hä? Warum? Ach, dahin, okay. Aber ich kriege keinen Schaden. Das fange ich zum Zweifeln. Sie können feuern. Verstanden. Rakete kommt. Was? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss. Dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?
Obis. Sie ist nicht tot. Ich werde dich finden. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rourke. Du bist sowas von tot. Rourke hier. Ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Rourke! Oh ja, jetzt fängt Lara erst richtig an. Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten! Bin getroffen. Wechsel die Position. Das hier wird wehtun. Und zwar sehr. Ach du Scheiße. Ich mache alles nur schlimmer, Joel. Oh nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun?
Das werden wir hoffentlich nicht erfahren. Das war auch eigentlich klar, dass John da noch lebt. Also mir zumindest. Suchen wir jetzt an der Kirche. Na super. Jetzt gehen wir mal die ganzen Religionen durch. Mission von San Juan, Peru. Trophäe erhalten, das Herz der Schlange. Das ist sie, die Kirche von San Juan. Noch eine Stadt? Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Via Veritas mit Elvis Freundin sprechen. Meine Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Wir sind hier überall Schätze vergraben. Die Leute suchen seit Jahren. Jetzt haben wir drei Städte. Wie viele Städte gibt es denn noch? Wir haben jetzt Kubakiaku. Dann haben wir Paititi. Jetzt haben wir die Mission von San Juan. Was haben wir denn? Was können wir denn noch? Das ist ja cool. Ah, was? Ist voll? Ah. Mission des Heiligen Johannes. Ein Bericht über die Mission. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des Heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Jo. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich hier ein Feuer finde. Oder so einen Lagerplatz finde, weil ich möchte ungern das Bergungsgut da lassen. Das sieht hier nicht danach aus. Ja, ich sehe es schon. Aber das kannst du mitnehmen. Ah, hallo? Ach, ein paar der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht den Schwestern. Ich könnte manchmal auch was Spirituelles vertragen, aber die Mission erlaubt keinen Alkohol. Also muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. Du gestattest? Ja, mal ausnahmsweise ja. An diesem Ort, ein Dokument über den Standort der Mission. Dieses Dokument beschreibt die Gründung der Mission. Es gab damals 4 Sonnenfinsternisse in der Region. 1521, 1538, 1539 und 1543. Spanische Missionare berichteten, dass während jeder Finsternis eine Vision des Apostels Johannes an genau dieser Stelle erschienen war. Ihm zu Ehren wurde dort 1544 die Mission des Heiligen Johannes erbaut. Ah, okay. Gut zu wissen. Was führt dich hierher? Was mich erstmal hierher führt, ist ein Lagerfeuer. Um ganz genau zu sein, weil ich möchte jetzt wirklich mal 100%ig wissen, dass gespeichert wird und dann auch die Session beenden. Aber so wie es aussieht, dauert das wohl noch. Ich hoffe mal, hier ist nichts irgendwie versteckt, was wir mitnehmen können. Ja, wenn das. Okay, ist noch. Und ein meinlicher Archivarkarte. Ach du Scheiße. Okay. Aber es sind jetzt nur Dokumente. Ja, okay, so viel ist es doch gar nicht. Ich wollte schon mal sagen, was, so viel, aber doch nicht. Was haben wir hier? Sklavenhalsband, ein Sklavenhalsband. Diese Halsbänder wurden an Bord der Nostromo verwendet. Das Schiff brachte die gefangenen Einheimischen vermutlich nach Spanien, wo sie dann als Sklaven verkauft wurden. Okay. Wo ist der versteckte Hinweis? Da. Oder?
Ich frage mich, wie es hierher kommt. Das willst du, glaube ich, gar nicht wissen. Was steht da? In Memoria de Francesco Gonzales. Wir haben Francesco Gonzales. Da steht nichts. Was steht hier? Angelo Jares, Alejandro Boucher, Moscú González, Francisco González? Okay. Falls da irgendwie ein besonderer Name drauf ist, ich wüsste es gerade nicht. Ah, nochmal Francesco González. Da hat wohl jemand einen gleichen Zwillingsbruder. Ups, was ist da passiert? Was haben wir hier? Was steht da? Irgendwas mit Gonzales, nochmal was mit Gonzales. Eine große Familie scheinbar. Ganz große Familie Gonzales. Was machen wir hier? Geil. Oh. Das hat niemand gesehen. Das war auch schon vorher in der Tasche. Hallo, wie geht's dir? Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Keine Ahnung warum. Sind doch alle gleich. Einige sind vielleicht sauberer, mit geraden Reihen. Oder sie sind wie der hier, natürlicher und ungeplant. Ja. Vor allem, was bringt das? Wenn man irgendwie zuerst zum Friedhof geht. Also die Toten reden nicht mehr. Da haben wir nochmal einen Forschungsrucksack. Oh, okay. Da haben wir nochmal eine bisschen EP. Und einen Brief. Tagebuch des Teseran 12. Och, du Scheiße. 30. Dezember 1603. Lopez kehrte heute aus einem nahegelegenen Dorf zurück, begleitet von einer Gruppe, von der er sagt, sie würde ihm folgen und uns beim Bau unterstützen. Irgendwas an seinem Verhalten war merkwürdig. Ich führte es auf die lange Reise durch den Dschungel zurück, doch noch in dieser Nacht eröffnete er mir, was ihn wirklich beschäftigte. Sie haben mich verfolgt, flüsterte er. Die anderen. Dann ging er fort. Und ich verbrachte eine schlaflose Nacht damit, über sein Abgleiten in den Wahnsinn nachzudenken. Es könnte Wahnsinn sein, aber ich befürchte, er wurde wirklich verfolgt. Von ein paar Männern und Menschen, die wir leider viel zu gut kennen. Hallo. Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Oder wir sind alle schon tot. Vielleicht sollte ich aber auch nur ein wenig aus der Sonne raus. Das könnte auch sein. Aber dafür haben wir Grab gefunden. Danke. Da waren wir schon. Wer bist du? Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Damals kamen Angel de la Cruz und Truilo Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Ja, ist ja schön. Hallo, Kleiner. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Quark. Entschuldigung, das musste ich jetzt einfach mal bringen. Das hat nur mit gut gepasst. Noch ein Brief. Katastrophe auf Katastrophe. Ein Katastrophenbericht. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Aber bis jetzt wurde es doch ganz gut in die Stadt gehalten, ist doch schön. So.
Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Meistens dann, wenn es um Ruinen ging. Das waren gute Zeiten. Ich glaube, sie und ich werden uns gut verstehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wo gehst du denn jetzt hin, Abby? Wenn ihr was passiert ist, verzeih Abby, ich mir das nicht. Kannst du mir mal helfen? Beruhigen. Es ist kaputt. Ich bin nicht Abby. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Zu spät, ich hab mich schon bedankt. Also ich lasse jetzt mal die ganze Mission nebenbei, ich möchte mich einfach nur jetzt... Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Ja, schön, aber ich will trotzdem erst ein Feuer finden. Das kann nicht sein, hier muss doch irgendwo Feuer sein. So ein kleines Lagerfeuer, also bitte. Ja, endlich. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt. Und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Bricht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. Okay. Ja, das hoffen wir mal, können wir doch beenden. Ich will überlegen, soll ich das lieber nehmen? Schauen wir mal hier. Schimmel, ein bisschen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden betäuben sie. Wenige Sekunden. Okay. Lockpfeile. Ist wahrscheinlich auch ganz gut, Lockpfeile, oder? Komm. Verlockung der Viper. Wählen Sie den Bogen aus, halten Sie, um Lockpfeile zu stellen. Benötigt geräuschlose Pfeile, Stoff und Toxin. Dieses Pfeil und Feinde an explodieren bei der Ernährung. Ah, schön. Okay. Stellen Sie Lockpfeilen aus feindlichen Leichen. Das ist super. Weil die kommen ja sofort angeschissen, wenn ich da irgendwie jemanden umgebracht habe. Neue Waffe. Ja, ich habe jetzt alle Waffen dabei. Ich glaube, ich nehme erstmal den und verbessere den mal. So. Dann schaue ich das mal bei der Pistole, weil die ist wirklich super. Zack. Da wissen wir einfach mal so, wie es geht. Ja, Munition auf alle Fälle sehr gut. Schaden will ich jetzt noch machen. Dann mache ich das hier. Dann mache ich das. Gut, dass ich so viel sammle. Ne, das lasse ich erstmal. Was benutze ich eher weniger? Dafür brauche ich noch. Fälle. Na, ja.
So, dann will ich auch mal sagen, das war's dann. Das reicht jetzt auch erstmal für heute. Ja. Viel passiert, auch wenn diese eine Folge leider nicht dabei ist. Noch nicht. Ich hoffe, ich kann es verändern. Naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ja. Jetzt haben wir die dritte Zivilisation gefunden. Das ist ja cool. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal bei Shadow of the Tomb Raider. Euer Heavy Man. Ciao.